Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir machen direkt weiter. Für mich sind jetzt ein paar Sekunden vergangen, für euch wahrscheinlich ein ganzer Tag. Wir sind in Gebiet 2 und hier kommen wir nicht einfach so rein. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Hier haben wir noch einen Speicherpunkt. Ich muss ja auch mir erstmal die Gebiete angucken. Das ist schon so lange her. Was war hier? Das ist der letzte Boss, ne? Du hast die 4 Boss-Schlüssel nicht, um diese Tür zu öffnen. Schlag jeden Boss, um einen Schlüssel zu bekommen. Komm zurück, wenn du alle hast, um gegen Oxy zu fahren. Ah, okay. Also hier wird die Welt gerettet in Gebiet Nummer 2, wo wir noch nicht rein können. Ja. Da können wir auch noch nicht rein, irgendwas fehlt uns. Das heißt, wir sind mit diesem Gebiet fertig. Die Minikarte sagt mir, es geht direkt hier hinten weiter. Okay, Gebiet 2 war schnell abgeschlossen, wir fahren direkt nach Gebiet 3. Das sieht ein bisschen altertümlich aus. Okay. Ah, okay, wir haben hier schon direkt unsere erste Strecke. Wupp, der Kokopark. Wir fahren unser Rennen und danach, ja, na, nur würde ich mal sagen, gewinnen hoffentlich, ne? Keine Ahnung. Hoffentlich! Kokopark! Wirkt wie eine normale Rennstrecke. Tja, schade. Kein Abwasser. Ja, was soll man denn nur sagen? Ja, es ist... Wuuuuh! Wir schnappen uns, was wir kriegen können. Yay! Yeah. Okay, die will ich gern haben, die will ich gern haben. Danke. Die kann man nicht so schön rutschen. Konkurrenz erstmal weggebasht. Ja. Wenn das jetzt noch knapper gewesen wäre mit der Rakete, also wir wären nicht einfach so gegen den Rand gefahren oder so, dann hätte ich jetzt das Nitro abgeworfen, Alter. Auch ein bisschen halt abwarten müssen. Weil dann würde die Rakete einfach in dieses Nitro-Paket fliegen und dann wäre das eigentlich vergessen. Weil lieber das Paket als ich. Ja, das ist doch, das kann man so sagen. Ja. Chaka! Ja! Letzte Runde und wir können es auf jeden Fall unserer Konkurrenz ein bisschen schwerer machen, indem wir denen noch ein paar Gegenstände in den Weg schmeißen. Am besten immer da, wo auch die Computerleute herfahren. So, der müsste theoretischerweise jetzt bis ganz durchrollen. Hoffentlich erwischt er noch einen. Oh. Hey, er hat sogar noch eine Kiste mitgenommen. Wie geil ist das denn? Ja, also das ist mal gekommen. Das war Absicht. Das war Absicht. Ja, sicher. Was denkt ihr denn? So. Das war's. Platz 1. Geil. Geilomat, so würde man dazu sagen. Der Schick, das ist immer toll. Ja, ich denke, das kann man mal so festhalten. Yeah, spring für den Sieg! Spring für den Sieg! Ja, der Polarbär ist auch toll. Der hat irgendwie vollgoldige Augen. Wie der gestiefelte Kater bei Schreck. So. Minikarte sagt uns, wir wollen hier unten her. So, wir wollen hier her. Da 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 und da rein. Yay, der Tigertempel! Ah, okay, der Tigertempel. Was sagt uns das? Das ist unser Gebiet. Ich hoffe, wir sind jetzt auf Platz 1, weil das unser Gebiet ist. Hallo? Was soll das denn? Warum sind immer Platz 1? Na gut, das heißt also, wir müssen unseren Sieg natürlich mit der Hardware kämpfen. Aber das Gute ist, ich weiß was, was die nicht wissen, und zwar gibt es hier einen Geheimgang. Hahaha! Ich werde erstmal 2 mitnehmen, weil ihr euch vorgedrängelt habt auf meiner Karte hier. Das ist verdammt nochmal der Tiger-Tempel. Seid ihr ein Tiger? Nein! So, okay.
Ja, ich kann euch jetzt auch direkt zeigen. Der Geheimgang befindet sich da. Danke schön. Da muss man erstmal drauf kommen. Was habe ich da damals lang nachgesucht? Jetzt ohne Witz. Habe ich gedacht, wie kommt man zum Teufel in diesen scheiß Geheimgang rein? Ja, irgendwann ist man da mal drauf gekommen. Das war nicht wie heute, man geht einfach mal schnell nach Google und weiß dann, wie das geht. Nein, da ist dann mal ein halber Nachmittag für drauf gegangen. Wie komme ich in diesen scheiß Geheimgang rein? Tja, irgendwie haben wir echt Glück damit. Super Leute, ja. Zack, zack, wir legen natürlich unser Getränk dahin, wo es am engsten ist. Okay. Nein, ey, was hat mir denn gedacht? Saut, seid alle versaut. So. Zack, wir machen langsam aber sicher auf den Weg. Okay. Ach, guck mal, da war Konkurrenz. Ja, leider können wir den Geheimgang nicht nutzen. Das ist schade. Ja, müssen wir halt mal den normalen Weg sehen. Langweilig. Zack. So. Und gefordertes Ziel. Zack. Ja! Ja, ich würde mal sagen, das ist ganz schick gelaufen, würde ich mir so sagen. Ja, auch Siegertäppchen. Also hey, der Engine, der ist irgendwie immer mit dabei, kann das sein. Ich weiß, warum ich den damals immer gefahren habe. Juhu! Ja! Pure Niedlichkeit auf Platz 1! Es ist so niedlich! Ja! Okay, weiter geht's. Hier ist unsere Strecke. Abus Pyramide, aha. Ja, ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber es könnte natürlich sein, dass jetzt eins von den bereits gefahrenen oder generell kommenden Strecken zufälligerweise auch die Endboss-Strecke ist. In unserem Fall ist ja unser neuer Boss, der heißt ja Papu. Also weiß ich jetzt noch nicht, ob das hier dem seine Strecke ist oder vielleicht eine andere. Ja, werden wir irgendwann herausfinden. Oh, na! Ah! So. Okay. Abkürzung. Ja! Oh! Oha! Okay, ihr habt schon wieder eine Abkürzung gesehen. Oh, Pflanze! Nicht in die Pflanzen fahren, um Gottes Willen, die fressen ein. Die haben einen zu fressen! Und die haben keine Manieren, die schmatzen immer ganz viel und das ist irgendwie dann ein bisschen unschön. Es ist schwierig zu reden und gleichzeitig eine Pyramide spiralförmig nach oben zu fahren. Okay. So, ich glaube, jetzt kriegen wir die Abkürzung nicht genommen. Das haben wir nicht gewusst. Da müssen wir gucken, weil ich möchte ungern in den Graben. Das kostet uns nämlich unglaublich viel Zeit. Da unser blöder Sack irgendwie, die komische Maske, nicht gerade die Lust danach hat, uns schnell daraus zu befördern. Also, müssen wir mal ganz genau abschätzen, ob wir uns das trauen, diese Abkürzung zu nehmen oder eher nicht. Yeah! Papala! Siehst du, schön. Hey, wir haben gleich hier den ersten überholt. Stimmt das?
Ja, stimmt, da vorne ist der Fahrer. Ha! Hätten die fast jemanden überwunden. Wow. Das ist, ja. Das sieht, ihr Kinder, was eine Abkürzung alles ausmachen kann. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder auf Platz 1. Hoffentlich ändert sich das nicht. Stellt euch mal vor, dieser Tiger hier würde jetzt nicht so da rumhüpfen. Stellt euch das vor. Oh mein Gott. Gar nicht auszudenken. Glückwunsch, du gewinnst eine Trophäe. Yay. Okay, nächste Strecke. Nein, ich will doch gar nicht dahin. Ärger mich nicht. Um diese Boss-Garage zu betreten, musst du in allen vier Rennen in diesem Bereich Erster werden. Ich will aber rein. Ich will jetzt da rein. Das ist jetzt traurig. Das ist so Mist. Ja, wunderbar. Aber das heißt, wir sind also gleich beim Endgegner. Nach dieser Strecke. Okay. Dingo Cannon. Ah, okay. Das hier war die erste Strecke, die ich in diesem Spiel jemals gefahren habe. Das war damals, gab es immer diese tollen Demo-CDs. Und als man sich die PlayStation 1 geholt hat, da gab es auch diese Demo-CD. Und, und da war eine Demo von diesem Spiel drauf und es war nur diese eine Strecke hier. Und die habe ich damals gefahren, wie doof. Da hab ich gedacht, nein, da sparst du jetzt dein ganzes Taschengeld für, damit du das hier als volles Spiel haben kannst. Und dann, siehe da, ich spiele das immer noch, wo er jetzt schon urig alt ist. Ja, ich bin alt! Ja und? Mein Gott! Was dagegen? Ja. Ich sehe das schon kommen, irgendwann, wenn ich mal so ein richtig alter, seniler Sack bin, dann sitze ich immer noch im Altenheim und dann spiele ich immer noch auf diesem Computer. Ob ich damit jemals aufhören würde. Schwester! Das WLAN-Passwort! Ja, am Grunde sein. Ja, hey, wen geht das eigentlich von euch an? Also, ihr werdet alle irgendwie mal so sein. Man will doch nicht so ein langweiliger Opa sein, der den ganzen Tag lang nur so brüllt. Hilfe! Okay. Sondern man will ja auch noch irgendwo Spaß im Leben haben. Wir legen dann noch einen hin. Ich hoffe, das wird jetzt mal irgendjemand erwischen, ey. Ihr könnt doch nicht alle da dran vorbeifahren, seid ihr doof? Yep! Okay. Siehst du, wenigstens einen erwischt. Warum waren die erste Runde so schnell und die andere so langsam? Das ist die Frage. Wie hat er denn dieser komischen Maske wieder? An der Regenbogenmaske! Hä? Lag's an der Regenbogenpower! Okay. Irgendwie hat sich an diesen Plätzen hier noch nichts getan. Warum sind die eigentlich immer auf den gleichen Platzierungen? Kann mir das einer erklären? Papu gelangweilt von blöden Schnecken, die langsam fahren. Papu will viel Action und zeigen allen Leuten, dass Papu ist weltbester Fahrer hier. Papu so schnell. Siehst nur seinen Staub. Ja, erstmal ist es sehr gewagt, dass er überhaupt so ein Aussehen aufkriegt. Und damit meine ich jetzt nicht die Beleibtheit, nein, ich meine die Frisur. Ich glaube, mit so einer Frisur würde ich mich nicht empfehlen. Ja. Obwohl, ich hatte die Haare ja mal so lang, also, na, vielleicht hätte ich das auch mal machen sollen. Okay. Okay, Bossgegner, Bossgegner, auf jeden Fall vor dem bleiben. Nein! Oh, fuck. Schöne ist, hier macht er jetzt nichts. Oh, okay. Nein, der ist vorne. Nein. Okay. Oh, fuck! Nein, oh Mann! Nein! Oh, nein! Oh,
Das ist genau das, was nicht passiert. Oh fuck, nein! Ach, Schissel die Diesel! Frizzle die Diesel! Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Okay, na. Oh fuck! Okay, lieber halten wir uns noch, falls da nochmal die Dreistigkeit haben wollt, uns zu überholen. Dreistigkeit? Nein! Warum? Ist etwas Gutes. Lass mich in Ruhe, du blöder Penner. Warum? Meine eigene Scheißreik. Nein! Du bist gar nicht so blöder Penner, du bist auf Platz 2. Hoffentlich fährst du da rein, ey. Nein, ich will das nicht. Nein, hör auf, du blöder. Zack! Boah! Die letzte Runde hast du hier vorausgerissen. Scheiße, ey. Boah, das seht ihr mal, man kann sich auch mal den einen oder anderen Punkt erlauben. Das war zwar absolut unschön. Aber, Mann. Ach, okay. Ja, da guckst du was. Yeah, wir können höher als du springen, ne? Wir können höher springen, als du stehen kannst. Okay. Oh, Papu nicht sehr gut heute. Papu vielleicht nicht genug gefrühstückt. Du bist schnell für so klein. Ein Schlüssel für dich. Oxid, viel größeres Problem. Nicht so groß, aber eher viel mehr böse. Ja, okay. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass diese Folge zu Ende ist und die nächste weitergeht. Ja, bis zum nächsten Mal.